Ein Lieblingsseminar von mir ist der neue Mensch. Jeder will nach Hause, jeder hat die tollsten Vorstellungen. Ein Kind, das hierher kommt, es will leben. Was will ein Kind? Leben will, spüren will, es will sich selber entdecken. Und dann gibt es Eltern. Und Eltern, ja. Das Kind wächst vielleicht aus der Kindheit raus. Die Eltern wachsen aus ihrem Elternsein nie raus. Das ist das Problem. Das heißt, Eltern sind halt immer Eltern. Ja. Aber ein Kind, die Elternschaft ist vorbei. Wenn ein Kind selbstständig tun kann, dann ist es vorbei. Fertig. Aber Eltern hocken auf ihren Kindern. Und das tun sie schon seit Menschengedenken. Ja. Immer, 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 immer. Und das Kind will leben, will was entdecken. Und die Eltern hindern es dran. Ist verständlich, ja, von der Elternseite, weil die haben ja auch nichts anderes gelernt. Aber das ist der Wahnsinn, ja, der immer passiert. Okay, da draußen regnet es, das Kind will rausgehen. Ja, es will rausgehen, weil es, wow, und so schön, und die Palm da draußen, und die Stille, und die Ruhe, möchte rausgehen, Regen, mit dem Regenstrahlen. Na, was glaubst du, die Mutter sagt, oder der Vater, ne? Du gehst mir da jetzt nicht raus. Das heißt, das Potenzial, dieses Glücklichsein, wird verhindert von den Eltern. Das heißt, das Kind darf nicht so sein, wie es ist. Und was haben wir dann später? Wir halten uns immer noch die anderen. Und. Ja. Die anderen, du glaubst, der Staat, dem musst du folgen und dem musst du folgen. Und du hast immer ein schlechtes Gewissen, wenn du was Neues tust, wenn du deins tust. Ja. Und das hindert viele Menschen, auch jetzt hierher zu kommen zum Beispiel. Ja. Weil das ist was Neues und haben sie ein schlechtes Gewissen, weil die Eltern haben ja eine gewisse Doktrin gelernt, die haben eine Religion gelernt, was du tun sollst, was die moralischen Begriffe sind. Ja. Und jetzt machst du ein Tantra-Seminar und die Eltern haben mir gesagt, da unten darfst du nicht hingreifen. Ja. Da ist die Mama sehr, sehr, sehr böse, ja. Wenn du aber da so umeinander fummelst. Ja. Das mag die Mama gar nicht. Ja. Und ja. Das Kind verhält sich halt dann noch gegen seine Natur, ja, das ist das Wahnsinnige. Du hast die Natur, das Kind spürt es, dass das richtig ist. Wir haben ein Gefühl dafür, was richtig ist. Wir wollen zurück in die Ganzheit. Aber Eltern haben die Aufgabe, und das ist so, ja, das Kind zu hindern, dass es zurückgeht in die Ganzheit. Das macht den Gegenpol jetzt aus. Und jetzt hocken wir in dem Gegenpol natürlich drinnen und protestieren. Aber so ist das so. Aber ganz tief drinnen halten wir uns doch irgendwo noch ein Urteil. Deswegen verlassen wir alte Systeme nicht, alte Glaubensmuster nicht. Und wir tun uns so schwer, ja, wenn dann was Neues daherkommt. Und ja, wie schwer das ist, dir es wirklich gut gehen zu lassen. Dir wirklich zu spüren, wow. Das ist genau das. Und irgendwas hindert und zieht dich wieder zurück in deine angebliche Kindheit. Ja. Wo du halt wieder, ja, das habe ich so gelernt. So habe ich es gelernt. Aber das, was du gelernt hast, kannst du verlassen. Und auf dem Kurs machen wir nichts anderes, als was tun wir? Wir checken das. Ja. Wir checken das, dass das Konzepte sind, Muster sind, bla 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 bla, die dich hindern, dein Potenzial zu leben. Und jetzt, am neuen Menschen verstehen wir das. Ja. Wir verstehen jetzt, aha, so ist das. Also, die Eltern haben das gelernt und ich brauche ihre Liebe und deswegen. Aber das ist grundsätzlich, das ist so grundsätzlich. Das ist so die erste Idee.